Sag schon, man kann doch bestimmt auch die Gruppenmitglieder wieder skillen. Was ich jetzt hier bisher nur noch nicht gesehen habe. Und ich fand das halt auch in der Vergangenheit eher so ein bisschen so mäßig gut. Ja. So, Forschung, Panzerungsbaupläne. Wir gucken, ob wir hier irgendwas schon mal von herstellen können. Hier, dieses Reliktzeug. Da brauchen wir noch Material. Wir brauchen Silizium, Uran, Titan. Und hast du nicht gesehen. Alles andere ist ja okay. Also, na gut. Alles andere ist ja Reliktpolymer. Okay. Die Waffenbaupläne. Wir haben jetzt da ja Waffen gefunden. Das war einmal die Valkyrie. Können wir die herstellen? Da. Element Zero fehlt uns dann noch. Okay. Dann haben wir auch hier noch die... Was war denn das, was wir hatten? Achso, das ist die Universalklinge. Ich hab's vergessen. Ja, wir werden das schon noch irgendwie wiederfinden. Wir haben derzeit halt sowieso noch zu wenig Sachen, die wir da machen können. Defensive Verstärkung, Notfallschildentladung, also auch das Ding können wir dann irgendwann nochmal aufwerten. Gut. So, haben wir erstmal genug hier rumgeguckt und eigentlich genau nichts gemacht. Wir wollen jetzt irgendwie zur Galaxiekarte und dann Richtung Nexus, wäre glaube ich nicht so verkehrt. Und dann schauen wir mal weiter. Ich würde da nämlich auch gerne wieder eine Aufnahmepause machen. Ne, weil, warum nicht? Weil, warum nicht, ist auch ein guten Deutsch. So. Okay. Systemansicht. Wir haben hier... What? Was empfängst du denn? Nicht, dass es jetzt hier auf den anderen Planeten jetzt hier mehr Ressourcen gibt oder so? Die ich mir mal eben so krallen könnte? Mal gucken. Nee, ich glaube, das hängt damit nicht zusammen. Aber was empfängst du denn? Ich empfange etwas. Ah, okay. Da empfängst du etwas. Gut, aber ich würde... Wie komme ich denn zurück zur Nexus? Pfeiffer. Ach, da. Da wollen wir mal hin. Einfach weil wir haben auch da noch ein paar Nebenquests, wie zum Beispiel hier den einen Turianer, der da im Gefängnis hängt. Mit dem wollen wir auch nochmal reden, weil es gibt dann... Bekanntes Territorium. Die Nexus ist seit Monaten hier, aber das hat nicht gereicht, um alles zu erkunden. Ah, okay. Das heißt, hier müssen wir da auch noch Sachen erkunden. Ist nicht wahr. So, gucken wir uns auch an. Gar keine Frage, aber halt nicht jetzt. Machen wir, wenn wir auf Nexus jetzt hier erstmal wieder Sachen erledigt haben. Dann gucken wir uns weiter um und hier und dort und überall. Oh Gott, dieses Spiel, ne? Wie lange spielen wir jetzt schon? Zu lange? Und haben eigentlich noch nichts gemacht? Furchtbar, oder? So, wir haben hier sehr, sehr viele Quests, die wir hier machen wollen. Und, ja, das wird lustig, das wird toll, das wird groß und artig, hoffe ich.
Hey, ich kann den Ladebildschirm überspringen? Ach nee. Pathfinder, ist es wahr? Wir besiedeln Eos? Das haben wir schon mal gedacht. Aber bei Eos ist das jetzt was anderes. Stimmt's, Pathfinder? Korrekt. Jetzt beruhigen Sie sich mal. Geben Sie ihnen etwas Raum. Lieutenant Sajax, Kandros Adjutantin. Sie wollten sie alle sehen. Es herrscht wieder Hoffnung, ist eine Weile her. Es gibt Grund zum Feiern. Entspannen Sie sich, Lieutenant. Wenn es jemals Grund für Champagner gab. Natürlich. Die Initiative ist endlich wieder auf Kurs. Professor Herrick, richtig? Was Sie mit diesem Reliktgewölbe erreicht haben, ist beispiellos, Pathfinder. Unfassbar. Wir werden neue wissenschaftliche Talente aufwecken und alle Geheimnisse lüften. Die gesamte Nexus wird davon profitieren. Der Außenposten hat einen guten Anführer. August Bradley wird das sicherstellen. Er ist der neue Bürgermeister. Bradley? Den kenne ich. Scheint ein guter Mann zu sein. Und? Worauf warten Sie noch? Da draußen wartet eine neue Welt. Danke, Ryder. Bitteschön. Immer wieder gern. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Puh. Ja, wir sind jetzt endlich... Also hier ist es jetzt wesentlich belebter als noch zuvor. Wesentlich belebter. Das finde ich sehr, sehr schön. Alles geht voran. Mit der Kolonialisierung. Finde ich sehr, sehr gut. Kulturzentrum, aha. Turianer VI. Aha. Asari VI, Kroganer VI, Salarianer VI und Menschen VI. Die Arche. Was ist das? Das ist die Arche Hyperion. Eines von mehreren Schiffen, die die lange Reise aus der Milchstraße nach Andromeda auf sich genommen haben. Die Abertausend Kolonisten an Bord sind in Frieden hierher gekommen. Geeint durch ihren Traum von einem besseren Leben in einer atemberaubenden Galaxie. Es gibt keinen Grund, ihre Ankunft zu fürchten. Wir alle sind Bürger des Universums und wünschen uns nichts mehr, als ihre Freunde zu sein. Okay. Hallo, ich bin ein Mensch. Wenn Sie mehr über mein Volk wissen wollen, fragen Sie ruhig. Nein, ich kenne unser Volk. Auch die anderen Völker, die kenne ich. Nur keine Scheu. Haben wir Menschen auch nicht. Wir würden Sie gerne kennenlernen. Ja. Ja. Das ist der Außenposten. Dies ist ein Außenposten für Kolonisten aus der Milchstraße, die in ihrer Galaxie eintreffen. Sie kommen auf der Suche nach einem Neubeginn nach Andromeda. Und sehnen sich nur nach einem Stück Land, das sie ihr Zuhause nennen können. Sollten sie auf einen Außenposten stoßen, zögern sie nicht, ihn zu besuchen. Ihre neuen Nachbarn wünschen sich nichts mehr, als Freunde zu finden. Okay. Garson. Hallo Nachbar, ich bin Gian Galf, die Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich dachte, Sie würden vielleicht gerne mehr über unsere Pläne erfahren. Ja, erzählen Sie mir doch mal mehr. Okay, Ihre Absichten. Was haben Sie in dieser Galaxie vor? Sehr gute Frage. Darüber würde ich mir auch Gedanken machen. Ich kann Ihnen versichern, wir haben keinerlei feindliche Absichten. Wir sind Pilger, die lediglich in Frieden leben wollen. Wir wollen neue Kulturen und Ideen kennenlernen und unsere eigenen mit Ihnen teilen. Aber wir verstehen, dass man sich Vertrauen verdienen muss. Das ist in jeder Galaxie. Und die Initiative freut sich darauf, genau das zu leisten. Diese KI kommt mir so ein bisschen so vor, wie wenn du dann halt irgendwann so eine zerstörte Raumstation hast, weißt du, und du kommst halt als einer der Entdecker dieser zerstörten Raumstation dahin und dann hast du dann nur diese eine KI und erfährst dann halt quasi etwas über diese Leute, die halt einst da lebten und was sie halt ursprünglich wollten und was sie dann im Endeffekt gemacht haben, Tod und Zerstörung bringen. Warum sind Sie hier? Warum haben Sie die Milchstraße verlassen? Das werde ich oft gefragt. Viele von uns sind von einer großen Neugier erfüllt, die nur eine Frage plagt. Was gibt es noch da draußen? Unsere eigene Milchstraße ist nur ein winziger Fleck in einem Universum voller Geheimnisse.
Ich verstehe. Gut, abmelden. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zuzuhören. Im Namen meiner Mitreisenden aus der Milchstraße möchte ich sagen, dass wir nicht gespannter darauf sein könnten, was die Zukunft für uns alle bereithält. Okay. So, und hier noch die Leiterin des Kulturzentrums. Bitte entschuldigen Sie den Staub. Die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen. So ist aber auch. Erzählen Sie mir von sich. Wie sind Sie an diesen Job gekommen? In der Milchstraße war ich Soziologin. Man konnte zwar viele Kulturen studieren, aber die Bücher über sie waren alle schon geschrieben. Es gab für mich nichts Neues hinzuzufügen. Als ich von der Initiative erfuhr, verpflichtete ich mich sofort, die Vorstellung, neuen Völkern zu begegnen. Zu sehen, wie sie sich entwickeln und an die Lebensbedingungen angepasst haben. Ich konnte nicht widerstehen. Mhm. Was ist das für ein Ort? Da ist mir klar. Infos über die Cat. Was wissen Sie über die Cat? Das ist eine Spezies, die wir nicht so bald hierher einladen werden. Ich hatte gehofft, unsere Begegnungen würden friedlich verlaufen. Aber das war wahrscheinlich zu viel verlangt. Gut. Dann habe ich alles, was ich wissen will. Danke. Schönen Tag noch. Nichts zu danken. Ich hoffe, Sie finden in diesem Cluster neue Freunde und schicken sie zu uns. Und wenn Sie kurz Zeit haben, kommen Sie bitte nochmal zu mir. Ich würde Sie gerne um einen Gefallen bitten. Ein Gefallen? Pathfinder, hätten Sie kurz Zeit? Wir müssen Sie erklären. Mich erklären? Unsere neue VI da drüben soll die Aufgabe unserer Pathfinder erklären. Aber sie hat beim Absturz sämtliche Einstellungen verloren. Wenn Sie sie reparieren könnten, wäre uns das eine große Hilfe. Reden Sie einfach mit der VI. Den Rest macht sie selbst. Okay. Danke. Nichts zu danken. Schauen wir uns doch mal unsere VI an. Pathfinder VI. Wo auch immer die sein soll. Hier unten die? Ah, okay. Männlich. Männlich, bitte. Sie haben weiblich gewählt. Welcher Aspekt der Aufgaben eines Pathfinders soll hervorgehoben werden? Erkundung und Entdeckung oder Erstkontakt mit neuen Spezies? Erkundung. Wir nehmen Erkundung und Entdeckung. Variable festgelegt. Nächster Punkt. Soll ich die Bedeutung des Pathfinder-Teams hervorheben oder die der Partnerkirche? Das Team. Rede über das Team des Pathfinders. Variable festgelegt. Letzte Frage. Soll ich Hinweise darauf geben, wie man ein Pathfinder wird? Oder frühere Pathfinder aufführen und damit lehren? Frühere Pathfinder. Nenne die früheren Pathfinder. Setup abgeschlossen. Möchten Sie diese Einstellungen beibehalten? Ja. Für mich ist es so in Ordnung. Danke, dass Sie diese Info-VI über Pathfinder gewählt haben. Okay. Wäre jetzt halt noch was, wenn er jetzt hier sich dann tatsächlich auch irgendwie farblich verändern würde und sowas und sagen würde, ja, ich bin jetzt ein funktionierende KI. Habe ich die Quest jetzt abgeschlossen, ne? Mit dir muss ich nicht mehr reden. Willkommen zurück. Nee, muss ich nicht. Okay. Danke. Ich habe meine 270 Erfahrungspunkte dafür erhalten. Gut, Milchstraße untersuchen. Sie sehen hier eine Abbildung der Milchstraße, des Heimatsystems der Kolonisten, die jetzt in Andromeda eintreffen. Als Heimat unzähliger Lebensformen ist die Milchstraße eine Galaxie, in der Freundschaft und Frieden über alle Maßen geschätzt werden. Diejenigen, die jetzt in Andromeda eintreffen, bringen diesen Geist der Aufgeklärtheit mit hierher. Sie freuen sich darauf, ihre Bekanntschaft zu machen. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Dann würde ich sagen, wir schauen uns hier auf Nexus dann beim nächsten Mal noch etwas genauer um. Es gibt ja bestimmt hier noch zahlreiche 100.000 Dinge zu tun, die wir auch tun werden. Und ja, bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.